Es war das zweite Ostern unter Corona-Bedingungen. Das zweite Mal Feiern der Auferstehung Jesu Christi mit Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen bzw. Sperren. Die dritte Infektionswelle hat Deutschland und weite Teile Europas fest im Griff. Während Länder wie Israel und die USA dabei sind, sich im Eiltempo aus der Pandemie rauszuimpfen, stockt und hakt es hier noch an allen Ecken und Enden. Rückblick auf das Corona-Osterwochenende in einem pandemiemüden Land. Mehr noch als sonst in diesen Zeiten prägen Stille und Leere das nächtliche Straßenbild von Karfreitag an. In unterschiedlichen Ausführungen gibt es in sämtlichen Städten und Landkreisen nächtliche Ausgangsbeschränkungen oder Sperren. Es sind Bilder, die nahtlos an jene aus dem März und April 2020 anschließen, als erstmals Aufnahmen sonst so belebter, nun gespenstig leerer Metropolen um die Welt gingen. Auf die Stille folgt schon am Samstag der Lärm derer, die wieder mal Widerstand leisten wollen. In mehreren Städten wird gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Während die Polizei in der deutschen Hauptstadt bei den großen Demonstrationen, allen voran der Querdenken-Initiative, weniger Teilnehmer zählt als angemeldet waren, gibt es in Stuttgart das gegenteilige Bild. Hier sind es deutlich mehr als erwartet. Rund 15.000 Menschen zählt die Polizei, die meisten ohne Masken und Abstand. Ein potenzielles Superspreader-Event. Ich bin hier, weil ich meine Freiheit zurückhaben will. Was heißt das für die Corona-Maßnahmen? Halte ich überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Wir werden hier sowas von verarscht. Ich denke, die Menschen sind eigenverantwortlich genug. Sind auch schon so durch ihr Leben sehr gut durchgekommen und brauchen sich nicht irgendwas vordiktieren lassen. Einen Schlag ins Gesicht all derer, die sich an die Pandemieregeln halten, nennt Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha die Massenveranstaltungen in Stuttgart im Nachhinein. Seiner Überzeugung nach gibt die Corona-Verordnung des Landes ein Verbot solcher Versammlungen her. Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Meyer verteidigt später die Strategie von Stadt und Polizei, dies nicht zu tun. Man hätte 15.000 Menschen nach Hause schicken müssen und könne die Stadt nicht abriegeln. Man habe das Beste daraus gemacht. Am Sonntag schließlich geht's ans Eingemachte, die Ostereier. Bundesweit wird in kleinem Kreis versteckt und gesucht, so wie hier in Leipzig. Ja, die Familienbesuche, das Familienessen und so musste leider alles ausfallen. Das ist halt nicht erlaubt im Moment. Den Kindern ist es halbwegs egal. Die freuen sich, wenn sie mit den Eltern unterwegs sind und Ostereier suchen können. Wir haben keine Familie zu Besuch, sonst ist immer zu Hause großes Familienessen. Das ist gar nicht so schlimm, weil man kann auch die Zeit anders gut verbringen und so sind wir in der Natur unterwegs und machen eben unser eigenes. Eine gute Einstellung. Trotzdem hoffen sich ja alle auf ein ganz normales Ostern 2022.